Ja. Ah ja, ja, komm, ich bin schon dabei. Los, spring! Schatz! Nur noch wieder! Oh Mann, ey, was ist denn, Manuel? Was hast du denn vor? Oh, oh Manuel, Mensch, was ist los, ey? Es ist an der Zeit, auf, komm, hopp, los! Ja, Bremsscheibe wechseln, schnell, wir müssen raus, müssen fahren! Alles klar, auf, Schlüssel raus! Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute wieder Technik. Heute habe ich mal meine Wellness-BMW da stehen. Warum Wellness? Weil für mich ist das der richtige Ausgleich. Auf der Rennstrecke, beim Enduro-Training, im Wald oder Motocross-Training an der Schwarzen Pfütze. Neben der ganzen Arbeit in der Werkstatt braucht man ein bisschen Ausgleich. Und da habe ich mir diese Maschine zusammengebaut. Die fahre ich schon seit 2008 aktiv im Wettbewerb. Die hat viele Evolutionen durchgemacht. Wenn es der Johannes kann, kann aber Bilder einblenden. Halt! Stopp! Stopp, stopp, stopp. Habe ich ganz vergessen. Der Johannes, der kann nicht nur Bilder einfügen, sondern der kann auch gleich einen Film draus machen. Goldbach 2009, denke ich. Da ist der Simo schon nichts mal auf der HP2 gefahren, sondern auf der 450G. Ja, ganz am Anfang, das Motorrad nach den ersten Testkilometern. Wer ein bisschen aufpasst, sieht, dass da noch kein Anlasser integriert ist. Der größte Fehler meines Lebens. Mit dem Jörgi und dem Mike bei der IGE, das war so damals das Boxer Dream Team. Der Jörg auf einer HPN, der Mike auf einer Witzel BMW. Hier beim Battle X, Titelbild irgendeiner Zeitschrift. IGE Rennen war das. Hatten sie nach 2 Stunden Rennabbruch gemacht. Ich habe mir den Spaß gemacht, bin einfach weitergefahren. Ich habe gesagt, wer für 3 Stunden bezahlt? Der fährt auch 3 Stunden. Ja, und was mit den guten Strecken ist, habe ich jedes Mal festgestellt, je schneller die Strecke, umso weiter die Sprünge, umso schneller ist der Schwinge kaputt. Deshalb auch diese gefräste Schwinge. Ich habe in meiner Rennkarriere bestimmt 6 bis 7 Schwingen einfach da niedergemacht. Der Johannes, der hat es jetzt geschafft, dass ich mich am Rechner hingesetzt habe und habe ihm bestimmt 1 Stunde lang alte Bilder gezeigt von mir. Ja, und dann jetzt viel Spaß, weil jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, gehen wir mal zur Technik. Grundlegend ist der Rahmen der gleiche wie am Anfang. Es ist ein modifizierter R75-6 Rahmen. Die Rahmenzüge sind hochgezogen, damit der Motor höher liegt und mehr Bodenfreiheit ist. Auch deshalb habe ich mir nur diese kleine Ölwanne gegönnt. Zum Antriebsaggregat, das ist ein modifizierter 1000er Motor mit 860 Kubik. Also kein kleiner Motorblock, sondern der große Motorblock auf die 860 Kubik umgearbeitet mit geänderten Stößelrohren. Neben der kleinen Babykurbelwelle der R45, R65 habe ich aktuell die asymmetrische Nockenwelle vom Siebenrock drin. Ist ja Geschmackssache, auf der Straße bestimmt klasse. Im Gelände muss ich aufpassen, dass ich nicht abwirke. Wir haben Wankstößel drin und haben für die Wankstößel die Stoßstangen gekürzt, damit die reinpassen. Ja, sonst ist am Motor ziemlich viel modifiziert. Wir haben auch geschaut, dass wir den Druck aus dem Motor ziemlich schnell rauskriegen über eine Modifikation am Block selber, die man deutlich sieht. Da danke ich auch nochmal an Fritz Lottmann für die tatkräftige Unterstützung und für die Beratung. Versorgt von einem 32er Bing Gleichdruckvergaser. Wir hatten es auch mal mit der Lotus probiert, doch da ist auch mein Gasarm zu schwach. Ach, mir treibt es den Lock raus, ne? Ja, Abgasanlage. SR Racing nach oben gelegt, so halte ich auch hier die Freiheit unten für die tiefen Spurrillen. Ist auch nicht zu laut, also kann man sich jetzt nicht beschweren. Würde ich sagen, völlig TÜV-konform.
Gehen wir aufs Fahrwerk über. Vorne unsere Gabelbrücke, die gefräste für 48 mm Gabel mit einer Whitepower AR Gabel. Vorderrad Hahnwheels 21 Zoll, Hinterrad Hahnwheels 18 Zoll, gefräste Schwinge mit dem kurzen Endantrieb der Behördenmodelle. Warum machen wir uns den Aufwand mit dieser Schwinge? Wir versuchen, die Spur von dem Motorrad wieder auszugleichen, also das Rad wieder weiter nach rechts zu bringen. Und wir haben unheimlich viel Platz für einen breiten Reifen erhalten. Ja, 140, 80, 18 und 150 Breitreifen auf 18 geht nur mit dieser Schwinge. Optisch kann sich da jeder sein Bild selber machen. Ich finde es ekelhaft, wenn man mit dem Motorrad zur technischen Abnahme kommt und es sieht immer gleich aus, als wäre man der King. Mit dem Motorrad fällt man deutlich auf, wird zu 90% unterschätzt. Und das ist das, was mir so Spaß macht daran. Weil jeder sagt, mit dem Asselteil, da kann das nicht funktionieren. So. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns in Instagram, Facebook und wo auch sonst. Macht die Glocke in YouTube an, die Glocke unten. Schreibt was dazu, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne drunter schreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel.